وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الله سبحانه وتعالى spricht im Koran. Er sagt: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Mein Schutzherr ist Allah, der das Buch offenbart hat, und er macht sich zum Schutzherrn der Rechtschaffenden. Diese Ayat hat Allah سبحانه وتعالى herabgesandt. Warum? In der Zeit, gerade zur Anfangszeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bedeutete es, den Islam anzunehmen. Es bedeutete so viel wie jemand, der sein Leben aufs Spiel setzte. Weil in der damaligen Zeit gab es den Schutz von ganzen Clans und Familien. Wenn jemand etwas angetan hatte, dann stand seine ganze Familie oder seine ganze Verwandtschaft stand hinter ihnen. Und die Menschen hatten einen Schutz von ihrem ganzen Clan und von ihrer Verwandtschaft. Aber in dem Moment, wenn jemand Islam angenommen hatte, gab es diesen Schutz nicht. Zu Anfangszeiten haben die Leute sich noch nur lustig gemacht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber im Laufe der Zeit hat diese Feindschaft immer mehr zugenommen. Und so viel zugenommen, dass einige Leute sogar getötet wurden, nur weil sie Islam angenommen haben. Und Islam anzunehmen bedeutete für sie, sie legen diesen Schutz ab, den sie vorher hatten. Sie hatten vorher den Schutz ihrer Familie, den legen sie ab, indem sie den Islam annehmen. Warum? Weil jetzt ihre eigene Familie sogar mit ihnen gegen sie wird. Ihre eigene Familie richtet sich gegen diese Personen, die den Islam angenommen haben. Deswegen mussten sich die Leute das zweimal überlegen, wenn sie den Islam annehmen wollten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen diese Versicherung gegeben. Und hat ihnen gesagt, inna waliyyi Allah. Mein Schutzherr ist niemand anders außer Allah. Allah ist derjenige, der mein Schutzherr ist. In einigen der Feldzüge Ghazawat haben die Götzenanbeter zu den Propheten und den Muslimen gesagt, lana Uzza wa la Uzza lakum. Wir haben die Götter Uzza und Lat. Das waren die Götter von den Leuten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder die Sahaba sagten zu ihnen, lana Allahu maulana wa la maula lakum. Allah ist unser Maula, unser Schutzherr, und ihr habt keinen Schutzherr. Allah hat den Gläubigen diese Versicherung gegeben, dass er ist euer Schutzherr. Wer ist das? Alladhi nazzala al-kitaba, der das Buch offenbart hat. Was hat das damit zu tun? Ein gläubiger Mu'min, der Allahs Buch als seinen Schutz nimmt, der sozusagen Allahs Buch als sein Vorbild nimmt und sich daran hält und sein Iman und sein Yaqin und sein Tawakkul auf Allah hat, Allah ist sein Schutzherr. Und nicht nur sein Schutzherr. Wir können vielleicht meinen, okay, Allahs Hilfe war mit den Propheten. Allahs Hilfe war mit den Sahaba. Das waren großartige Menschen. Aber mit uns, ja oder nein? Und dann sagt Allah, wa huwa yatawalla as-salihin. Und er macht sich zum Schutzherrn der Rechtschaffenden. Allah ist der Wali, der Schutzherr der Rechtschaffenden. Jeder, der den Koran und den Propheten sallallahu alaihi wasallam als sein Imam nimmt, als sein Vorbild nimmt und sich danach richtet und sein Vertrauen einzig und allein auf Allah richtet, Allah ist sein Schutzherr. Allah ist derjenige, der ihn beschützen wird. Eines unserer wichtiger Bestandteile unseres Glaubens als Muslime ist Tawakkul. Was bedeutet Tawakkul? Tawakkul bedeutet Verlass auf Allah. Wir verlassen uns auf ihn. Das Wort Wakil kommt von derselben Wortwurzel. Und ein Wakil ist zum Beispiel, wenn du einen Anwalt hast und du hast irgendeinen Fall im Gericht, irgendeine Akte. Deine Akte ist bei deinem Anwalt und du verlässt dich auf deinen, und dein Anwalt versichert dir, sagt dir, mach dir keine Sorgen, ich übernehme deinen Fall
Und ich habe deine Akte bei mir und alles. Ich habe alle Dokumente bei mir, die erforderlich sind, alle Beweise und so weiter, was auch immer notwendig ist. Jetzt, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Und wir verlassen uns auf ihn und wir legen uns abends ganz in Ruhe schlafen. Und wir, warum? Weil wir haben Vertrauen auf diese Person. Wir wissen, er wird schon meinen Fall übernehmen, er wird sich schon darum kümmern. Er ist ein kompetenter Anwalt. Wir wissen das und deswegen wir vertrauen. Oder angenommen, es gibt viele Beispiele, du gehst zum Arzt. Oder du musst operiert werden. Oder dein kleiner Sohn oder Tochter muss operiert werden. Und es ist eine große Operation. Du vertraust diesem Chirurgen oder dem Professor. Du weißt, er weiß, was er tut. Das ist ein vertrauenswürdiger Chirurg. Er hat jahrelange Erfahrung. Du übergibst dein Kind diesem Arzt. Dein Kind bekommt diese Anästhesie. Und er wird operiert. Und du sitzt im Flur oder wo auch immer. Und du hoffst einfach nur und du hast aber im Herzen tiefes Vertrauen auf diesen Chirurg, auf diesen Arzt. Warum? Du weißt, er weiß, was er macht. Er ist ein Spezialist in seinem Gebiet. Oder du setzt dich in ein Flugzeug. Du kennst den Piloten nicht einmal. Du hast in seinem Leben noch nie diesen Piloten gesehen. Am Anfang, bevor der losfliegt, spricht er irgendwas in seinem Mikrofon. Kein Mensch versteht noch nicht mal, was er sagt. Ja, du sitzt im Flugzeug, du vertraust ihm aber. Er bringt dich in eine Höhe von mehreren hunderten Metern oder sogar über mehrere Kilometer, was auch immer. Und er bringt dich über mehrere tausend Kilometer, sitzt du dich in diesem Flugzeug. Aber du lehnst dich zurück. Du vertraust diesem Piloten einfach. Du sagst, das ist ein Pilot, er weiß schon. Die Fluggesellschaft stellt ja nicht jeden ein. Die Fluggesellschaft stellt ja nicht irgendeinen Bäcker oder einen Koch ein, der das Flugzeug fliegen soll, sondern die wissen schon, das muss ein kompetenter Pilot sein, der das Flugzeug fliegt. Und deswegen lehnst du dich zurück und hast Ruhe, du hast Vertrauen. Versteht ihr? Das ist Vertrauen. Wenn wir als Gläubige Vertrauen haben auf Allah, wie ist es, dass wir haben Vertrauen auf Menschen, wir vertrauen den Piloten, wir vertrauen den Anwalt, wir vertrauen dem Arzt, warum vertrauen wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala, den wir kennen, wir haben Erkenntnis über seine Eigenschaften, wir wissen genau, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist durch seinen Koran. Und Allah selber ist derjenige, der uns diese Garantie gibt, dass er sich um unsere Angelegenheiten kümmert, wenn wir uns ihn als unseren Anwalt nehmen, wenn wir uns Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn verlassen. Er ist derjenige, der uns selber versprochen hat, إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Warum vertrauen wir nicht auf Allah? Das Problem ist heutzutage, wir haben Vertrauen in alles. Das Erste, wenn wir Probleme haben, wir laufen zu einem Anwalt. Das Erste, wo wir hinlaufen, wenn wir krank sind, wir laufen zum Arzt. Wir sagen nicht, dass wir das nicht tun sollen, aber wir sollen als allererstes wissen, Allah ist derjenige, der unsere Probleme lösen kann. Allah ist der Einzige, der unsere Krankheit heilen kann, der alle unsere Probleme lösen kann. Tod und Leben liegt einzig und allein in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand anders kontrolliert das Leben und den Tod, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, der sahih und authentisch überliefert wurde, in Sahih Muslim, er sagte, es sind 70.000 Menschen, die in das Paradies eintreten werden, ohne Abrechnung und ohne Strafe. Und diese 70.000 können sowohl bedeuten, es sind genau 70.000, aber die Gelehrten sagen eher, damit ist nicht diese genaue Zahl von 70.000 gemeint, sondern damit ist gemeint, also ganz viele Leute. Also eine unzählige Anzahl von Menschen, von Gläubigen ist damit gemeint. Also Kathra, nicht Tahdid. Und die Sahaba haben gesagt, wer sind diese Leute? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, das sind Leute, die diese vier Eigenschaften haben. Erstens, Alladina la yarqun. Und zweitens, وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Die Leute, die keinen Ruqya machen und die Leute, die auch keinen Ruqya verlangen. Was ist Ruqya? Ruqya, es gibt zwei Arten von Ruqya. Oder in unserer Sprache, wir sagen Ta'wiz. Ta'wiz oder Ruqya. Das kann sowohl gesprochen werden, als auch geschrieben werden. Es gibt zwei Arten von Ruqya. Eine, die erlaubt ist und eine, die verboten ist. Die, die verboten ist, das ist die, wo wir Hilfe von außer Allah von jemand anders verlangen. Wo wir Hilfe von Ghayrullah verlangen. Wo Namen von Shayatin oder von Sachen oder von Leuten sind, die kein Mensch versteht. Wo Striche oder irgendwelche Zeichen stehen, die kein Mensch versteht. Auf Papier geschrieben. Oder jemand spricht irgendwelche Formeln, irgendwelche Sachen aus, die man nicht verstehen kann. Diese Art von Ruqya ist absolut verboten. Warum? Weil es bedeutet, man verlangt Hilfe von jemandem außer Allah.
Man verlangt Hilfe von den Shayatin. Und die Leute, die so etwas machen, die zum Beispiel Seher machen, die zum Beispiel diese Art von schwarzer Magie betreiben, diese Leute sind keine Muslime. Diese Leute sind Kafir. Auch wenn sie sagen, sie sind Muslime, sie sind Kafir. Dadurch, dass sie von den Shayatin, von den Teufeln, Hilfe verlangen. Oder auch jemand, der ein Wahrsager ist. Jemand, der, zu dem du gehst und der sagt dir, liest deine Hand ab. Oder wie auch immer andere Methoden, was sie für andere Methoden haben mit Karten oder was auch immer. Die sagen zu dir, deine Zukunft sieht so und so aus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man ata kahinan au arrafan wa saddaqahu bima yaqul. Derjenige, der zu einem Wahrsager geht, also zu jemandem geht, der ihm erzählt, was in Zukunft passiert und so weiter. Und er bestätigt noch, was er sagt. فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم. Er ist Kafir. Er hat verleugnet. Er hat das verleugnet, was auf Muhammad صلى الله عليه وسلم herabgesandt wurde. Das heißt, er hat den Koran verleugnet. Jemand, der zu einem Wahrsager geht, er ist aus dem, und auch noch bestätigt, was er sagt, er hat den Koran verleugnet. In einem anderen Hadith sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, jemand, der zu einem Wahrsager sagt, geht 40 Tage lang, seine Gebete werden nicht erhört. Seine Gebete werden nicht angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber leider, diese Sachen sind sehr weit verbreitet, gerade unter unseren Leuten, in unseren Ländern, dass die Leute zu Wahrsagern gehen, dass die Leute zu solche Art von Personen gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor schützen. Das ist, und meistens die Leute, die zu diesen Leuten gehen, die mit den Shayatin und mit solchen Leuten zu tun haben, ich sage euch eins, in den meisten Fällen ist es keine schwarze Magie. Viele Leute heutzutage, wenn sie Probleme haben, sie haben Probleme untereinander, Ehepartner haben Probleme, Geschwister haben Probleme. Das Erste, woran sie denken, bestimmt jemand hat schwarze Magie sicher gemacht. Jadu. Jemand hat bestimmt schwarze Magie gemacht mit uns. Das ist das Erste, woran die Leute gleich glauben. Die Leute übertreiben. In über 90% der Fälle kann ich, wie ich von Gelehrten gehört habe, mit Garantie sagen, in über 90% hat das nichts mit schwarzer Magie zu tun. Wenn zwei Leute miteinander Probleme haben, meistens liegt das an deren Akhlaq, an deren schlechten Benehmen und Verhalten miteinander. Das liegt vielleicht an ihrer schlechten Erziehung. Oder das liegt in erster Linie an ihren Nafs, in den Krankheiten, die sie im Herzen haben. Das liegt vielleicht daran, dass sie schlecht über andere denken. Das liegt daran, dass sie ihre Zunge nicht unter Kontrolle haben und lästern. Das liegt vielleicht daran, dass sie ihre Augen nicht unter Kontrolle haben und Haram anschauen. Das liegt vielleicht daran, dass sie Hochmut und Arroganz haben. Das liegt vielleicht daran, dass sie Neid in ihrem Herzen haben. Das liegt vielleicht daran, dass sie Hass und Groll in ihrem Herzen gegenüber anderen Menschen haben. Das sind Krankheiten des Egos, Krankheiten des Nafs, der Seele, die in uns sind. Das sind meistens die Ursachen dieser Probleme, nicht irgendwie schwarze Magie. Wir denken gleich, irgendein anderer. Wir können es ja nicht sein, wir sind ja perfekt. Ein anderer hat bestimmt irgendein Feind. Ich weiß, ich kann mir schon denken, wer das gewesen ist. Der und der oder die und die hat bestimmt irgendwie schwarze Magie für mich gemacht. Nein, liebe Brüder, vergiss diese Sachen. Wir sollen nicht mit diesen Sachen übertreiben. In den meisten Fällen ist das nicht so. Und zweitens, angenommen, es ist der Fall. Außer mit Allahs Befehl und mit Allahs Erlaubnis kann dir niemand Schaden zufügen. Einige Leute denken, wenn jemand ein Sahir, ein Magier ist, der schwarze Magie und so weiter betreibt, er kann irgendwelche Sachen machen, die unmöglich sind. Nein. Er hat irgendwelche Djinn unter seiner Kontrolle. Nein, das ist auch falsch. Er hat sie nicht unter seiner Kontrolle. Wie funktioniert das? Jemand, der schwarze Magie betreibt, das funktioniert so, dass jemand, er muss diese Shaitan, den Satan, er muss ihn irgendwie zufriedenstellen. Und das geht nur, wenn er irgendwelche extrem unmenschlichen und unverschämten Sachen tut, damit er diesen Bund mit dem Shaitan bekommt. Damit er diese Freundschaft mit dem Shaitan bekommt. Und die Shayatin freuen sich dann, wenn er, na'udhu billah, den Koran mit Najasa schreibt. Mit Najasa, mit Unreinheit, den Koran schreibt oder den Koran umgekehrt liest und solche Sachen macht. Oder irgendwelche Dinge tut, wie zum Beispiel aus dem Grab, von einem verstorbenen Kind aus dem Grab seine Knochen herausbuddeln und diesen Knochen irgendwelche Sachen machen. Diese Sachen sind absolut extrem unmenschliche Sachen. Oder dass den Küken von einem Huhn lebendig begraben. Dinge, die ein normaler Mensch nicht macht. Das sind unmenschliche Sachen. Nur wenn man solche unmenschlichen Sachen tut, beweist man dem Shaitan seine Freundschaft mit dem Shaitan. Und dann tut der Shaitan im Gegenzug dir auch einen Gefallen.
Und was tut er dir? Jemand kommt und sagt, ich will mit dem, ich habe mit dieser Person ein Problem. Und dieser, was macht dieser Sahib? Er schickt diesen Shaitan, mit dem er eine Freundschaft geschlossen hat, und sagt, geh und ärgere diese Person, Mann. Und er geht und ärgert ihn. Das ist alles. Er hat ihn nicht unter seiner Kontrolle, dass er machen kann, was er will. Manche Leute denken, die haben Kontrolle über alles. Das ist Quatsch. Sie haben keine Kontrolle. Wenn die alles machen können, wenn die so viel Kontrolle haben könnten, dann würden sie erstmal sich selber helfen. Viele von diesen Leuten, die solche Praktiken machen, leben selber in Problemen, in Armut. Die schlafen manchmal selber auf der Straße. Oder die schreiben dir ein Tawiz, eine Sache in der Heimat und sagen dir, wenn du diese Tawiz nimmst, du kommst nach Amerika. Oder wenn du diese Tawiz trägst, du kommst nach Deutschland. Wenn du das so kannst, warum sitzt du selber da? Warum gehst du selber nicht dahin, wenn du das so gut kannst? Es ist genauso wie jemand, der hat keine Haare auf dem Kopf, aber er schreibt dir ein Mittel dafür, dass du Haare auf deinen Kopf bekommst. Dann kannst du fragen, wenn du es so gut kannst und das so gute Wirkung hat, warum benutzt du das nicht selber in erster Linie? Versteht ihr? Deswegen diese Sachen, viele Menschen übertreiben mit diesen Sachen. Selbst wenn es so eine schwarze Magie ist, was in den seltensten Fällen der Fall ist, wenn du dein Yakin und dein Tawakkul auf Allah hast, kann dir das keinen Schaden zufügen. Überhaupt gar keinen Schaden zufügen. Warum? Weil Allah ist derjenige. Nur die Leute, die viel diese Aberglauben haben und viel sich damit beschäftigen und viel Angst haben vor solchen Sachen, nur die Leute, die viel Angst haben, die sind doch die meisten Leute, die ersten, die davon betroffen sind. Deswegen sollen wir keine Angst vor solchen Sachen haben. Wir sollen uns einzig und allein auf Allah verlassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also gesagt, die Leute, die kein Ruqya machen, weder selber machen noch von anderen verlangen. Und ich habe gesagt, zwei Arten von Ta'wid oder Ruqya, sei es geschrieben oder gesprochen. Eine, die haram und verboten oder Schirk ist, wo wir von außer Allah jemand anders Hilfe bekommen, verlangen. Und die andere ist die erlaubte Art von Ruqya oder Ta'wid. Welche ist das? Das ist die, wo wir mit Allahs Namen, wo zum Beispiel eine Ayat aus dem Koran steht, eine Dua, ein Masnun-Dua steht und so weiter. Die ist erlaubt. Okay, der Prophet hat gesagt, La ba'sa bil-ruqa ma lam yakun fihi shirk. Wenn ihr diese Art von Ruqya benutzt, solange kein Shirk drin enthalten ist, ist kein Problem. Es ist nicht verboten, aber es ist auch keine Belohnung da drin, wenn du das benutzt. Und es ist sogar in der heutigen Zeit, sage ich, besser es nicht zu benutzen. Gerade weil heute Leute, die meisten Leute viel zu viel damit übertreiben und viel zu viel Yakin und Verlass auf diese Sachen haben. Genauso wie die Nicht-Muslime, die irgendein Talisman oder ein Kreuz oder ein Kruzifix tragen oder in ihrem Auto aufhängen und sich einzeln allein darauf verlassen und sagen, das hilft mir, das beschützt mich, das ist mein Glücksbringer. Leider diese falsche Akida und dieser falsche Glaube hat sich eingeschlichen in vielen Muslimen auch, in den Herzen der Akida von vielen Muslimen auch. Dass wir Muslime auch manchmal so etwas wie ein Talisman haben oder diese blaue Auge, was die Leute an ihren Häusern aufhängen oder irgendwelche anderen komischen Talisman oder Sachen. Sie denken, diese Sachen helfen sie. Nein, wir sollen diese Akida von uns davon befreien und unsere Akida, unsere Glaube, unser Verlass einzig und allein auf Allah haben, dass er der Einzige ist, der mir helfen kann. Er ist mir näher als diese. Was, wenn du diese Sache verlierst, was dann? Hilft dir dann Allah nicht oder was? Wenn du deinen Talisman verlierst, hilft es dann Allah auf einmal weg oder was? Allah ist immer noch da. Und Allah hilft dir, wenn du dich auf ihn verlässt. Al-Ladina la yarqun wa la yasarqun wa la yatatayyarun. Und die Leute, die nicht Tatayyur machen. Was ist damit gemeint? Das sind die Leute, die keinen Aberglaube haben. Das sind auch die Leute, die ins Paradies eintreten ohne Abrechnung. Aberglaube, was ist damit gemeint? Ihr kennt viele Beispiele von Aberglaube. Wie die Leute zum Beispiel sagen, eine schwarze Katze läuft dir über den Weg. Oder du gehst unter einer Leiter. Oder wenn du in jedem Land, jede Kultur hat seine eigene Aberglaube. Was auch immer diese Aberglaube sind, diese Aberglaube, wir als Muslime, wir müssen uns vor dieser Aberglaube absolut befreien. Wir sollen nicht unser Leben mit Angst haben, jetzt ist das passiert, was passiert jetzt, jetzt werde ich Probleme kriegen, jetzt kommt dies und das. Einige Leute sagen, zwischen den zwei Eid al-Fitr und Eid al-Adha darfst du nicht heiraten. Sonst, das bringt Unglück. Ich weiß nicht, woher die Leute das haben. Was bringt Unglück, was nicht? Hat Allah im Koran in seinem Buch das gesagt? Dann wissen wir das. Wenn Allah das nicht gesagt hat, woher haben wir das? Woher erfinden wir diese Leute, diese Sachen? Woher finden die Leute solche Sachen? Deswegen, all diese Sachen, diese Beispiele, widersprechen unserer Aqida, unserer Yaqin, unserer Tawakkul auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein sehr schöner Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير. Wenn ihr euch auf Allah verlässt, so wie es sein soll,
so wie man sich auf Allah verlassen soll, dann werdet ihr versorgt werden von Allah, so wie die Vögel versorgt werden. Was machen die Vögel? Yaqin oder Tawakkul auf Allah bedeutet nicht, dass du dich hinsetzt und dich zurücklehnst und sagst, jetzt Allah wird vom Himmel mir was schicken und ich brauche nicht zu arbeiten. Nein, das ist damit nicht gemeint. Das bedeutet nicht Tawakkul. Tawakkul ist eine Sache, emotionale Sache im Herzen. Tawakkul hat was mit deinem Inneren, mit deinem Herzen zu tun. Tawakkul ist nicht eine Sache, die man nach außen hin sehen kann. Tawakkul auf Allah, Verlass auf Allah ist nicht etwas, was du äußerlich an einem Menschen erkennen kannst, sondern Tawakkul ist eine Sache, die im Inneren des Herzens eines Menschen ist. Und das bedeutet, dass du dich auf Allah verlässt, wie ich gerade beschrieben habe. Was machen diese Vögel laut diesem Hadith? Der Prophet ﷺ sagte, تَغْدُوا خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَالًا. Sie fliegen morgens aus ihrem Nest heraus, die Vögel, mit hungrigem Magen und kommen abends zurück, kehren zurück zu ihren Nestern mit sattem und vollem Magen. Das heißt, sie fliegen schon raus und sie suchen schon nach Versorgung. Es ist nicht so, dass sie in ihrem Nest bleiben den ganzen Tag, sondern sie suchen nach Versorgung, aber sie verlassen sich auf Allah. Sie wissen, sie sagen, es gibt keinen Vogel auf der Welt, der sagt, der denkt, was passiert jetzt, wenn ich jetzt nicht zu essen bekomme, ich werde vor Hunger sterben, was passiert mit meinen Küken? Nein, sie wissen, Allah ist da, der sie versorgt. Und so muss ein Mu'min auch sein, ein Gläubiger. Wir versuchen unser Bestes und dann, nachdem wir unser Bestes versucht haben, wir verlassen uns auch auf Allah. Und was passiert? Es passiert nur das, was Allah geschrieben hat. Dann sollen wir nicht mehr sagen, hätte ich das gemacht, hätte ich dies gemacht, dann wäre das so und so passiert. Nein, genau das sollen wir nicht machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, in Sahih Muslim überliefert, von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, wo er sagt, Al-Mu'min al-Qawiyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-Mu'min al-Da'if wa fi kullin khayr. Ein starker Gläubiger ist besser als ein schwacher Gläubiger. Zum einen ist damit gemeint jemand, der körperlich stark ist. Das heißt, ein Gläubiger muss natürlich versuchen, seine Gesundheit zu achten, um körperlich stark zu werden. Aber damit ist auch in erster Linie gemeint, sein Glaube ist stark. Ein starker Gläubiger, der in seinem Glauben und seinem Tawakkul stärker ist, ist besser als jemand, der schwächer ist in seinem Glauben. Wa fi kullin khayr, aber jeder hat das Gute in sich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Sei eifrig darin, in dem, was dir nützt. Sei eifrig darin, dein Ziel zu erreichen. Sei eifrig darin, das zu erreichen, was dir nützlich ist. Wasta'in billah und bitte Allah um Hilfe. Wala ta'jiz und sei nicht faul. Setz dich nicht hin und sag, ich habe keine Lust, den ganzen Tag sitzen. Nein, la ta'jiz, der Prophet sagte, sei nicht faul, versuch dein Bestes und dann verlass dich auf Allah, bitte Allah um Hilfe und sei nicht faul. Wala ta'jiz. Wa in asabaka shay'un. Und falls dir doch irgendwas widerfährt, was du nicht wolltest, falls dir irgendwas passiert, was du doch nicht wolltest, du hast dein Ziel trotzdem nicht erreicht, dann sag niemals, lau anni fa'alta kana kada. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das und das passiert. Hätte ich doch nur so gemacht, hätte ich doch bloß so gemacht. Nein, der Prophet sagte, sondern sagt, Qadarullahu wa ma sha'a fa'al oder Qadarullahu wa ma sha'a fa'al. Was Allah geschrieben hat, was Allahs in seinem Schicksal ist, das passiert und was er geschrieben hat, nur das passiert. Allah macht, was er will. Punkt, fertig. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Denn das Wort lau heißt, wenn, hätte ich das so und so gemacht. Das öffnet die Tore, die Wege für den Shaitan. Wie kann das sein? Weil wenn wir ständig sagen, hätte ich so gemacht, würde ich so, dann wir öffnen die Wege für Shaitan, dann der Satan verschafft sich Einfluss in unserer Aqida, in unserem Glauben. Dass wir denken, als ob wir irgendwas bestimmen können. Allah ist derjenige, der alles bestimmt. Allah ist derjenige, der alles macht. Wir versuchen unser Bestes und dann wir verlassen uns einzig und allein auf Allah. Denn Allah sagt im Koran, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Möge Allah uns Tawfiq, die Kraft geben, dass wir unser Fokus, unsere Konzentration auf Allah richten. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Er, Allah, ist der Einzige, der uns schaden oder nützen kann. Er ist der Einzige, der in dessen Hand alle Dinge sind. Er ist mächtig über alle Dinge.
Bau deine Kontakt und deine Verbindung mit Allah auf. Mach Allah zu deinem Schutzherrn. Verlasse dich auf ihn. Mach Allah, überlass Allah von deiner Angelegenheiten, nachdem du dich anstrengst. Und Allah wird dir helfen. Und sag, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ist mir Genüge. Er ist mir Genüge. Wa ni'mal wakil. Und er ist der Beste aller Anwälte. Er ist der beste Schutzherr und er ist der beste Helfer. Möge Allah uns Taufiq geben. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.